Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es im Titel gelesen, ich mache nur miese hier, in der Tat. Also ich schlage mich echt mehr recht als schlecht hier in der Legende. Liegt aber bestimmt auch, liegt vielleicht nicht nur an mir, aber liegt vielleicht auch am Event, denn ich spiele das Gibarch-Event hier. Tatsächlich, ich wollte das auch ganz gern schaffen. Das heißt, ich muss nochmal viermal angreifen. Zwei Angriffe pro Tag wären das eigentlich nur. Das heißt, sechs Angriffe könnte ich eigentlich mit anderen Armeen machen. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt gestalte. Denn jede zweite Armee bei mir ist diese Gibarch-Armee und hier leuchtet eine 9, okay. Oh, hier gibt es heftige Packs. Sehe ich ja jetzt erst, okay. Ist sicherlich vielleicht für den einen oder anderen jetzt gerade, jetzt wo der neue Pass kommt mit dem komischen Party-Skin, glaube ich. Ich finde ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen an Slash oder einen anderen Rockstar. Und finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und also ich glaube, der Skin ist mal richtig gelungen. Aber die Pakete hier sind auch sehr, sehr gut gelungen. Aber die gibt es eigentlich jedes Mal, wenn der neue Pass startet. Denn der neue Pass, nur noch als kleine Erinnerung, ist in 21 Stunden und 11 Minuten wieder aktiv. Das heißt also, dann gibt es den neuen Pass. Ihr solltet also vorher die Rewards abholen. Bei mir steht da oben eine 2, weil die Bildersachen hier kann ich mir nicht mehr abholen. Alle anderen Sachen konnte ich mir diesmal abholen. Fand ich auch sehr, sehr schick. Wir gehen aber trotzdem jetzt mal rein hier in die Legende. Und ja, ihr seht das hier im Battlelog. Ich habe gestern bis auf einen Angriff nur ein Sterner hingelegt. Ja, das hat mich schon ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Weil das waren nicht nur die Barge-Armeen, das war auch was anderes. Und irgendwie habe ich es verpeilt bekommen. Ein Stern habe ich auch nur im Clankrieg gemacht mit meinem ersten Angriff. Und im Moment mache ich jeden Tag nur miese und gehe immer so mit kurz über 5000 eigentlich dann raus. Und auch heute habe ich schon ein paar miese gemacht. Das geht aber noch. Zweimal minus 16, einmal minus 26 ist für mich eigentlich in Ordnung. Wir gehen mal rein. Ich habe, glaube ich, eine Truppe dabei. Jo, ich habe mal Superhexen ausgebildet. Zwei Stück zumindest. Und, oh, scheiße. Oh, jo. Superhexen. Und, müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Wo wir hier reingehen können. Wir haben einen Yeti-Smash am Start. Allerdings habe ich jetzt die Bowler, seht ihr unten, habe ich getauscht gegen die Hexen. War mir an der Stelle ein bisschen lieber. Und eigentlich suche ich hier was. Ich suche hier die Scattershots, aber warum finde ich die gar nicht? Hat er keine oder was? Hat er keine Scattershots? Ne, der hat keine, ne? Oder bin ich jetzt blind? Ich bin nicht blind, aber ich glaube, er hat keine. Keine Ahnung. Hat er echt keine? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Okay. Dann, ich kriege aber, glaube ich, den Adler hier jetzt nicht weggeblitzt. Ne? 5 Blitze, die reichen, glaube ich, nicht. Ich gucke mal, ob das reicht. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, das reicht bei Weitem nicht. Da brauche ich 7 Stück für. Naja, okay, dann haben wir den da schon mal leicht angehittet, würde ich sagen. Boah, das ist natürlich ein bisschen dusselig. Das ist ein bisschen dusselig. Oh, der ist gleich draufgegangen da, okay. Der ist da gleich draufgegangen und dann nehmen wir nochmal einen dort. So, mal sehen, der Warden müsste das eigentlich erreichen, dass wir das dort bekommen. Und ich nehme mal lieber einen Blimp mit, glaube ich. Ich nehme mal lieber einen Blimp mit. Mal sehen. Erstmal den Warden ein bisschen laufen lassen. Kriegt er zwar schon ein bisschen Beschuss, aber das ist nicht so schlimm. Ach, Warden, geh doch da mal auf den Inferno, Mensch. Naja, da will er da nicht drauf. Okay, ist nicht so schlimm. Vielleicht geht er jetzt gleich drauf. Da könnte mir dann der King entgegenkommen. Da habe ich natürlich jetzt nicht so Lust drauf. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Zauber. Ah, jetzt nimmt er den immer noch nicht. Naja, okay. Er nimmt den immer noch nicht. Dann setzen wir da schon mal einen Sprung an. Ja. Ach, Warden, das wird nichts. Komm. Warden, das wird nichts. Oh, da kratzt mir fast der Warden ab. Okay. Dann nehmen wir ihn hier mit rein. Und mal sehen, wo wir gleich unseren Blimp setzen müssen. Wir haben jetzt nur noch einen Zauber. Mal gucken. Ich glaube, den setze ich dann doch mal dort mit rein. Und die müssten aber eigentlich jetzt den Sprung nehmen. Machen sie auch. Ach ja, da komme ich ja mal. Ich habe halt nur jetzt keinen Warden.
Pech für Egon. Und hattet ihr keine Clanburg-Truppen oder habe ich keine gesehen? Kann sein, dass ich die jetzt gerade übersehen habe. Aber 48, das wären ja immerhin schon mal 2 Sterne. Besser als das, was ich die Tage immer abgeliefert habe. Würde ich sagen. Oh, okay, die schießen noch ganz heftig, aber die Superhexen sind wirklich, die sind echt nicht schlecht. Die Skelette sind unheimlich stark an der Stelle. Und die dürfen halt nur nicht erwischt werden von so einem Multi-Inferno oder sowas. Aber wenn die hier vor allen Dingen noch in Heilung sind, dann, ihr seht das ja, die gehen hier so ganz, so relativ behende rum und lassen sich eigentlich nicht großartig aus der Ruhe bringen, so will ich das mal sagen. Naja, okay, der war gar nicht mal so schlecht. Aber gleich legen wir wieder einen Einsterner hin mit unserem Gibarge. Müssen wir nur kurz mal den King ein bisschen recken. 23 ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein sehr akzeptables Ergebnis für mich, dass ich hier schon mal jetzt wenigstens einen 16er, sage ich mal, weggemacht habe. 3 Sterne mehr und ich hätte sogar den 26er mit wettgemacht. Also, das lässt sehr hoffen. Aber der hatte echt keine Scattershots, ne? Der hatte keine Scattershots. Okay, ich nehme die nochmal nach. Und aber habe jetzt gleich halt erstmal das hier am Start. 57, 55. Aber da passt auch wieder was nicht. Ich sehe es doch jetzt schon. Da passt irgendwas nicht. Ich muss mehr mitnehmen, glaube ich. Ne, kann das sein? 56, 56, okay. 55, oh, ich habe einen Barbaren da. 55, 56. Der hier ist über, glaube ich, ne? Kann das sein? Ah, ne, der ist gar nicht über. Ein Bogi zu viel. Ich habe einen Bogi zu viel drin, okay. Dann ist der Barbar jetzt da. 56, 56. Perfekt. So, Yetis Valkyrie Wut nehmen wir wieder mit. Dann regen wir kurz mal durch und machen mal einen Gibarge-Angriff hier in Legende. Und ja, vielleicht mache ich dann nicht mehr ganz so viel Miese. Okay, Freunde, wir sind fertig. So, Helden sind gereckt. Dann können wir reingehen. Ich habe noch keinen zusätzlichen Angriff wieder reinbekommen, glücklicherweise. Beim Gibarchen allerdings habe ich noch ein kleineres Problem. Wir gehen mal rein in Attack. Habe ich ein kleineres Problem, denn ich kriege die Truppen alle nicht so schnell raus. Das ist echt mein Problem. Ich bekomme die Truppen einfach nicht so schnell oder schnell genug raus. So muss ich es einfach mal sagen. Und muss ich eben mal eben überlegen, wie können wir hier denn jetzt eigentlich vorgehen. Wir gucken mal. Clanburg, okay. Tesla Farm. Wie so häufig, okay. Aber Drachen und das, okay, dann machen wir das mal. Gehen wir mal rein. Wir gehen mal rein und gucken mal. Ich mache mal hier schon mal so ein bisschen weg. So, eben mal den Gift reingebracht, so ein bisschen gefunnelt hier vorne. Also nur so ein bisschen. So. Und ich habe jetzt eigentlich, habe ich immer eine Karre equipped. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Sinnvollste hier an der Stelle. Karre, Sprung vor allen Dingen. Ich glaube, ich sollte das doch anders machen. Ich glaube, wir machen das doch anders. Ich muss ja eigentlich hier rein, ne? Ich muss ja eigentlich hier rein. Okay. So. Wir machen uns das hier auf, weil wahrscheinlich unsere Karre gar nicht weit genug kommt. Und müssen hier jetzt schon mit unserem Gebatsch rein. Alter, ich kriege die alle gar nicht so schnell raus hier. Ich muss hier so einen Multitouch machen, glaube ich. So, mal sehen, ob wir da überhaupt noch irgendwie so Richtung Rathaus kommen. Ich denke mal, wir kommen da gar nicht hin, ey. Wir kommen gar nicht zum Rathaus hin. Aber wir schaffen vielleicht noch den einen Stern. Lass mal gerade gucken. Hier springen wir nochmal rüber. Lohnt sich natürlich null. Aber mal sehen. Mal sehen, ob wir nicht den einen Stern hier retten. Irgendwie. Mhm. So, der Warden ist noch dabei. Und was können wir uns denn noch eigentlich noch nehmen hier mit unseren Truppen? Noch haben wir den Stern nicht drin. Noch haben wir den Stern hier nicht drin. So. Dann machen wir das da. Ich glaube, da habe ich kein Inferno. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Da habe ich da kein Inferno. So, 1, 2, 3. Da haben wir wenigstens den Stern hier gerettet, Leute. Ist egal. Okay, dann habe ich sogar noch einen Freezy hier gespart. Ah, ist egal. Ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, ich lasse
Ich nehme mal, glaube ich, mehr Wutzauber mit und lasse mal. Na, ich weiß nicht. Sprungzauber, Wutzauber, puh, Karre. Ich habe keinen Plan, was wir hier machen. Aber egal, wir haben 11 Pokale geholt und ich habe dieses gruselige Spiel mal wieder gespielt. Oh, wie oft muss ich das noch machen? Dreimal. Ja. Okay, dreimal. Dann machen wir das Spielchen nur dreimal. Allerdings wollte ich noch spenden. Ich glaube, die Zauber, die bauen wir noch mal um. Ich glaube, das ist noch nicht so gut. Hier haben wir jetzt sowieso einen drin, der gehört hier nicht rein. Ich glaube, das ist der. Ist das der Sprungzauber? Irgendein Zauber gehört hier jetzt nicht rein. Ich glaube, es war der. Ja, ich glaube, es war der. Ich glaube, ich habe kein Fries mit in der Armee. Aber ich glaube, diese Armee machen wir ein bisschen anders. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir nehmen lieber noch einen Wut mit und einen Wut auch in der Clanburg. Dann kommen wir, glaube ich, mit den Queen Walk ein bisschen besser hin, kann ich mir vorstellen. Aber mal sehen. Und noch sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt einen 24er holen, dann könnten wir ja sogar gleich ziehen. Also plus minus 0. Und das nach drei Angriffen ist natürlich nicht so prall. Aber naja, ich regle noch mal durch. Alle guten Dinge sind wie immer drei Leute. Machen wir noch einen dritten, wa? Freunde, das miese Machen geht weiter in jedem Fall. Und naja, einen machen wir noch. Dann haben wir 3-3 hier. Dann haben wir einen schönen Nachmittagsabschluss. Es ist auch ganz schön hot hier im Moment. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das bleibt nicht so. Aber ich meine, ein bisschen schönes Wetter können wir in jedem Fall vertragen. Okay, wir nehmen hier unseren Blimp. Ich glaube, den brauchen wir hier oder könnten wir ganz gut gebrauchen. Ich gucke mal. Bop, bop, bop. Ecke, Ecke, Ecke. Single, Single, Single. Oh, da haben wir ich müsste eigentlich einen Hunter mitnehmen. Hunter wäre an der Stelle ein bisschen besser. Aber da wir den jetzt nicht haben, können wir uns auch nicht herbei wünschen. Also müssen wir doch unseren King hier, beziehungsweise müssen wir den Helden so ein bisschen fernbleiben erstmal und müssen das dann so ein bisschen anders regeln. So, der soll in jedem Fall in die Richtung gehen. Das wird er auch machen. Perfekt. Wunderbar. Da kriegen wir das schon mal hin. Und jetzt überlege ich mal. Ich glaube, wir nehmen mal den King hier und nehmen mal eine Hexe hier mit rein. Wir nehmen mal eine Hexe mit rein. Und ich habe jetzt noch gar nichts geblitzt hier. Ich muss mal gucken im Backend vielleicht, dass wir hier was wegmachen. Ich glaube, das ist etwas besser. So, da hinten gibt es aber schon Clan. Da gibt es schon Beschuss. Heftig, heftig, heftig. Okay. Dann gehen wir hier jetzt mit dem Rest rein. Wo ist mein Warden? Warden, wo bist du? Wo ist der Warden? Oh, da hinten ist, glaube ich, Clanburg, kann das sein? Eieieiei, da kommt sie. Da kommt die Clanburg und da kommen aber die anderen Truppen auch. Gar nicht mal so schlecht. Oh, mein Zeppelin fährt nicht gut rein. Mein Zeppelin kommt nicht gut rein. Dort. Oh, komm. Einmal mit Wut. Komm, einmal noch mit Wut. Ein bisschen Cleanup habe ich noch hier. Ist meine Queen, die Eier da unten rum. Okay, oh, wir kriegen das Rathaus. Ah, doch, wir kriegen das Rathaus. Aber wir haben erst so wenig Prozente, okay. Wir haben erst so wenig Prozente. Aber ein bisschen geht da ja noch. Da ist jetzt der Warden, der macht die gegnerische Queen, hittet die einmal an und dann haut er wieder ab. Also, das ist auch ein komischer Type. Naja. Das ist eine sehr komische Type. So, die Queen dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Hier können wir noch einen Laki setzen, würde ich mal so sagen. Und 46% erst. Ein bisschen muss da noch gehen. Vielleicht hier am Kanönchen. Vielleicht da am Kanönchen. Die Kanone ist ja, ist außer Reichweite. 2 Sterne wären es in jedem Fall. Naja, in jedem Fall ist gut. Aber naja, gut, jetzt hinten raus geht's eigentlich, weil wir da hinten ja den Scatter und den Inferno kaputt gemacht haben. Also gar nicht mal so schlecht. Wir 38 Sekunden noch. Da unten, die haben jetzt, machen dann noch ein paar Prozente und ich kriege ja in jedem Fall noch irgendwas mit der Queen noch geregelt. Ah ja, doch, es wären doch ein bisschen mehr Prozente. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht doch noch so ein Sternchen. Aua, die Bombe. Aua. Mach mal. Ach, Queen geht doch nicht durch die Mauer durch. Naja, egal.
Dann soll es machen, dann holen wir uns hier noch die restlichen Prozente. Und mal sehen, 70 werden es in jedem Fall. Okay, aber geht doch. Geht doch, also immer einen mit zwei Sternen und einen mit einem Stern, nur wegen dem Barge-Event. Da kriege ich die nächsten Angriffe, glaube ich, besser hin. 23, dann sind wir jetzt eigentlich auf einer ganz guten Spur. Minus 1 nur noch, okay. Oh, das geht. Das geht. Also das sind jetzt meine Verhältnisse, Leute. Ne? Das dürft ihr vielleicht nicht mit Ezu vergleichen oder mit, was hatte der eine geschrieben? Ich soll mir ein Beispiel an Ezu und Carbon Finn nehmen. Meine Angriffe wären ja grottenhaft, ja. Mein Gott. Manchmal habe ich auch ein bisschen andere Gedanken im Kopf. Okay, können wir hier ein bisschen was spenden? Ja, wir können ein paar Hocks bauen. Mal sehen, ob ich die dann auch verspendet bekomme. Aber das soll es erstmal gewesen sein von hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ein bisschen gefallen hier. Also so ein bisschen aus der Legende Gibatsch. Ich mache nur miese. Naja, vielleicht ist auch ein bisschen übertrieben, aber eigentlich mache ich im Moment nur miese. Noch drei Angriffe mit dieser Bartsch-Truppe hier. Dann hoffe ich, dass ich nur noch positive mache oder es kommt noch ein Event. Keine Ahnung. Erstmal steht jetzt Liga an. Da freue ich mich auch drauf. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, euer Toto. Flasht.